Marktplätze und Plattformen. Malte hat es vorhin zum Teil schon ein bisschen anklingen lassen, aber im Grunde schon das Megathema jetzt zumindest aus dem deutschen Markt heraus. Und Christoph Lange war gerade vorhin da. Letzte Woche hatten wir eine große Konferenz, Tageskonferenz, auch mit 300-400 Leuten in München, wo es nur um das Thema Marktplatz- und Plattformstrategie ging. Und der eine oder andere wird es wissen, zu Zalando gehören Unternehmen wie Tradebyte, die genau diese Verknüpfung von Läden und Plattformen gerade anbieten. Und ich glaube, spätestens seit Zalando eben jetzt mit einer anderen Strategie reingeht, haben auch diese geschlossenen Marktplätze eine sehr viel höhere Relevanz. Das ist alles eine Umsatzgrößenordnung-Thematik, deswegen können wir da dann auch gleich einsteigen. Also deswegen freue ich mich jetzt auf das Panel und dass wir eine sehr bunte Mischung und Kombination da haben, wo wir all diese Themen betrachten können. Mir geht es um zwei Punkte im Grunde, Wachstumsstrategie und Wachstumstreiber, also Plattform als Wachstumstreiber und Erfolgsfaktoren letztendlich. Was macht euch besser als einen Job, sodass er sich entsprechend anschließen kann? Und Svenja als, in Anführungszeichen, Gegenpol, jemand, die mit Disset-Mode eher die Marken vertritt, aber da auch als Mittler in dem Bereich. Ich möchte gerne einsteigen mit Konstantin Hild, Chef von Sirup, und ein bisschen anknüpfen auch an letztes Jahr. Da wart ihr ja noch sehr jung am Markt und habt Einblicke gegeben. Vielleicht gibt es uns ein kurzes Update, was in dem Jahr passiert ist und wo er jetzt steht mit Sirup. Ja, wir sind immer, glaube ich, noch sehr jung am Markt, aber 12 Monate sind verflogen. Wenn ich mir überlege, dass das wirklich ein Jahr schon her sein soll, als ich das letzte Mal hier oben stand. Wir haben wirklich extrem gute Schritte nach vorne machen können. Wir hatten ja letztes Jahr unseren Go-Live und haben gesagt, wir wollen der erste offene Marktplatz in der Schweiz sein. Unsere Idee war wirklich gewesen, dass wir die populären Produkte von den großen Händlern auf der Plattform haben, aber auch die kleinen Produkte, die speziellen lokalen Produkte von Schweizer Händlern zusammen eigentlich draufbringen können. Und wir konnten jetzt in dem letzten Jahr das Sortiment mehr als verdreifachen. Wir haben mittlerweile über 600.000 Produkte bei uns auf der Plattform, die die Schweizer bei uns einkaufen können, mit einem einheitlichen Kundenerlebnis, was extrem wichtig ist. Wir konnten unsere Händler wirklich dafür gewinnen, mit uns den Weg nach vorne zu gehen. Wir haben über 400 Händler, also der Kunde hat eine unglaubliche Auswahl. Vielleicht zwei Kategorien, wo wir besonders stolz drauf sind. Wir haben heute schon das größte Beauty-Sortiment mit über 70.000 Artikel. Wir haben über 80.000 Artikel im ganzen Do-It-Bereich. Ich denke, sind auf einem sehr guten Weg dort, dem Kunden wirklich ein einheitliches Erlebnis zu bieten mit einer unglaublich großen Auswahl. Quasi das ganze Potenzial, was es an Produkten in der Schweiz gibt, an einem Platz zu haben. Steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer dann darauf ein, auf die einzelnen Aspekte. Galaxus, wo steht ihr? Seit wann gibt es überhaupt den Marktplatz in der Form und wo steht ihr momentan? Na gut, ich würde mal sagen, grundsätzlich wissen gar noch nicht alle, dass wir überhaupt einen Marktplatz haben. Mittlerweile ist das überall durchgesickert, aber das gehört auch mitunter zu unserer Strategie. Klassischerweise kommen wir vom Online-Handel her, da haben wir auch die Reputation mit Digidec und Galaxus aufgebaut und erst letzten August, kann man eigentlich so sagen, sind wir mit der Pilotphase gestartet. Bis Dezember ist die abgeschlossen gewesen und jetzt sind wir mit einigen Händlern mehr schon mittlerweile unterwegs. Ich kann vielleicht später noch ein bisschen mehr auf die Strategie dann eingehen, was ist ein richtiger Match, und das ist für uns auch ein ganz kritischer oder sehr wichtiger Punkt. Im Endeffekt, wir sind nicht, vielleicht nicht ganz so offen, wie Sirup das ist. Das hat auch mit unserer Philosophie von Digidec Galaxus zu tun, was wir als wichtig erachten für den Online-Handel. Aber so kann man nicht sagen, dass wir seit Januar schon sehr intensiv am Wachsen sind und sicher auf Q3, Q4 diesen Jahres intensiv weiter wachsen werden mit dem Marktplatz. Wenn man das so klassifiziert, offener Marktplatz, geschlossener Marktplatz, also offener Marktplatz wäre mehr oder weniger Amazon, eBay jetzt im deutschen Markt und geschlossen wären Zalando, Otto auch und andere, die das machen. Wo positioniert ihr euch da? Sieht man als Kunde, dass ihr einen Marktplatz habt? Grundsätzlich sieht man, dass wir ein Marktplatz sind, aber es ist, wie wir es so schön formulieren, nahtlos integriert. Das heißt, nicht so evident, wie das vielleicht bei einem Sirup der Fall ist. Man kann auch keine Händlerliste sich runterladen und sagen, die Händler sind alle bei uns drauf. Das ist auch nicht das Ziel von unserem Marktplatz, sondern bei uns steht der Kunde im Zentrum im Endeffekt. Das heißt,
wenn der Kunde die gleiche Qualität, die gleiche Verfügbarkeit und den gleichen Content von der Qualität her liefert, wie wir das eigentlich gerne hätten, oder der Kunde das bei uns gewohnt ist, dann kann er grundsätzlich bei uns draufkommen. Und das ist mehr oder weniger das Kriterium, um bei uns draufzukommen. Wir sagen nicht, da möchten wir nicht oder da möchten wir, sondern wir haben einfach sehr hohe Anforderungen. Und das kommt wirklich von unserer Historie her. Ich glaube, wir wissen alle, Preis ein wichtiger Punkt, Content ist sicher ein wichtiger Punkt im Sinne von Marketing, das wir betreiben natürlich grundsätzlich, aber auch ganz viele andere Dinge. Und das möchten wir auch wirklich mit dem Marktplatz so weiterziehen und nicht irgendwo auf ein tieferes Niveau gelangen. Gut, zu den Punkten steigen wir gleich noch ein, aber last but not least, Svenja, und ich wollte dich nicht unhöflicherweise nach hinten ziehen, sondern weil du von der anderen Seite, mit einer anderen Perspektive drauf kommst. Erklär kurz, was du mit Disset-Mode machst. Mit Disset Mode gehen wir genau in die Mitte zwischen Mode und Marktplätze. Ich muss ein bisschen ausholen, weil ich war früher bei Otto angestellt im E-Commerce-Bereich und habe dort den One-Stop-Shopping-Bereich mit aufgebaut. Das ist der Marktplatzansatz, geschlossen. Man braucht also erst einen Kontakt, dass man eine Markenfreigabe, also da guckt man eben schon drauf, was wird da auf die Plattform gestellt. Und in dem Bereich war ich auch zuständig für die Akquisition von Marken und bin dann auf ein Problem gestiegen, dass Marken zwar wollen, aber nicht können, haben keine eigenen Bestände, keine Daten, können es nicht, aus Logistik, ganz viele Punkte, und habe damals mit einem ehemaligen Geschäftspartner gedacht, dann gehen wir dazwischen. Privat habe ich relativ viele Kontakte im Modebereich und so konnten wir dann ein, zwei Marken am Anfang überzeugen, dass wir sagen, hey, wir machen das für euch, also wir bieten euch auf dem Modemarktplätzen an. Das hat immer ziemlich viel Überzeugungsarbeit gekostet, beziehungsweise so der Teil behandelt uns wie einen eigenen Online-Shop. Wir haben aber keinen Online-Shop. Der Online-Shop ist otto.de. Mit otto.de sind wir gestartet und sind auch immer noch 90% unseres Umsatzes. Das heißt, ihr seid so ein Twitter-Zwischengeschäftsmodell, weil ihr einerseits Marken vermittelt, aber andererseits auf eigener Rechnung handelt, also Händler seid. Genau, ich habe immer darauf geachtet, oder welche Marken haben wir, so Mode Mainstream, Desigual, Cucho. Einerseits eine sehr bekannte Marke, kann man ja auch immer so mit, oder gerade in der Akquise von Marken bei Google Trends geguckt, wie groß ist eine Suchanfrage. Also für mich war immer die Bekanntheit wichtig, weil die Marken investieren in Branding und Bekanntheit. Und dann kann ich sicher sein, dass Marktplätze wie Otto, About You, Amazon, da sind wir auch, auf die Kunden gehen, also da die Bekanntheit. Und ich gehe einfach nur dazwischen, spare mir jeden Euro Marketing, habe kein schönes Office oder irgendwas, sondern einfach nur ein paar Räumlichkeiten, wo Kleidung liegt. Und so konnte man natürlich relativ kostengering einfach starten. Also es ist genau, wahrscheinlich werdet ihr in die ähnlichen Probleme auch reinlaufen, wenn ihr bestimmte Marken und Themen haben wollt, aber die einen wollen nicht, die könnten, weil sie oder sind attraktiv und groß genug, die anderen können nicht, selbst wenn sie wollten, weil sie es einfach auch vom Team und von den Ressourcen her nicht leisten können. Auch da gehen wir gleich noch rein. Ich würde so anfangen, weil ich finde, das ist eigentlich das spannendste Thema, oder da stoße ich auch mal auf große Fragezeichen. Im Prinzip, ein Marktplatz muss ja Mehrwerte bieten, gegenüber einem Shop oder gegenüber anderen anbieten, damit da wirklich andere für sich begeistern kann. Du hattest viel jetzt über die, also über euer Sortiment, Produkte und was ihr an Händlern angebunden habt, gesagt. Was ist der Mehrwert, den ihr den Kunden gegenüber bietet als Sirup? Das ist genau der Mehrwert, der den Kunden eigentlich bei uns auch hat. Er hat wirklich die Möglichkeit, mit einem einheitlichen Kundenerlebnis, mit einem Kunden und übrigens auch mit einem Service-Level-Versprechen, bei uns alle Produkte zu finden. Und das kann sein, dass ich in einer Situation ein iPhone 7 benötige zum sehr guten Preis, was wir ihm auch anbieten können, zusammen mit unseren Händlern. Und im anderen Moment benötige ich vielleicht jetzt für morgen Abend zum Grillieren einen sehr guten Weißwein aus dem Wallis. Und das kann er bei uns bestellen auf eine sehr einfache Art und Weise. Und ein offener Marktplatz bedeutet ja nicht, dass da chaotische Zustände herrschen, sondern wir arbeiten sehr stark daran, zusammen mit unseren Partnern, zusammen mit unseren Händlern, dass wir eben dieses Kundenerlebnis auch erfüllen können. Bedeutet, dass er seine Ware am nächsten Tag bekommt, dass er eine einfache Möglichkeit hat, auch die Zahlungsabwicklung zu bekommen. Und insofern haben wir, glaube ich, noch einiges vor uns. Wir sind erst ein Jahr dran, haben wir schon gute Schritte nach vorne gemacht, dass er wirklich diese Range, gerade das, was er benötigt, in der jeweiligen Situation auch bei Sirup findet. Welche Rolle wollt ihr übernehmen? Also bei euch ist ja immer, man könnte, wenn man das Tagesmotiv aufgreift, Geld und Mut aufgreift, sozusagen, bei euch ist im Prinzip beides da, das wird euch ja auch immer angekreidet, oder da nimmt man euch nicht so als Start-up wahr, wie ihr wahrscheinlich eigentlich seid, weil ihr von den Müttern her natürlich große Konzerne im Hintergrund habt. Was ist die Rolle, die ihr anstrebt im Markt? Wollt ihr das werden, was ein Amazon werden würde, wenn es wirklich in der Schweiz angreifen würde? Oder was ist euer Rollenverständnis?
Also unser Rollenverständnis ist klar, dass wir den Fokus auf den Kunden haben. Das hatte ich letztes Jahr schon gesagt und habe da sehr schöne Twitter-Nachrichten dazu bekommen. Salopp gesagt, aber ich glaube, wir haben das im letzten Jahr auch wirklich bewiesen, dass wir immer konsequent versuchen, an den Kundenbedürfnissen uns weiterzuentwickeln. Und der erste Ansatz war wirklich, wir sind ein offener Marktplatz und wir wollen möglichst schnell einen Kundenmehrwert zu bieten, zusammen mit unseren Partnern. Dann haben eigentlich 600.000 Produkte schon in der Auswahl für ihn da. Ich glaube, als normaler Retailer bräuchte man 80 Jahre ungefähr, plus minus, um so ein Sortiment hinzustellen. Und das ist auch unser Weg nach vorne. Wir wollen weiter lernen von dem Kunden. Da sind wir noch lange nicht am Ende. Und vor allem das, was uns auch wirklich ausmacht, offen zu sein, dem Kunden zuzuhören, offen mit unseren Partnern uns weiterzuentwickeln, das zu nutzen, um zu verstehen, was der Kunde will und das möglichst schnell auch umzusetzen. Und wir sind schon auf dem ersten Weg in Richtung Ökosystem, zusammen mit unseren Händlern, werden aber auch noch den Weg weitergehen in Richtung Ökosystem. Wir haben jetzt gerade unsere Suche als API konzipiert und beispielsweise auch uns dort zu öffnen in Richtung Tech. Einfach immer mit einem Ziel, wirklich schneller einen Kundenmehrwert zu generieren, als wenn man das alleine machen würde. Und da steckt, glaube ich, unsere große Kraft da drin in der Bündelung. Um es vielleicht nochmal ein bisschen, also das reicht mir noch nicht ganz als Argument jetzt, ist wirklich die Masse an Produkten der Punkt, warum die Kunden zu euch kommen. Also andersrum gefragt, mit was ködert ihr die Kunden? Womit seid ihr am erfolgreichsten? Ist es dann immer nur der Preis, der Punkt ist? Oder was ist das ausschlaggebende Argument, dass man sagt, da sehen wir wirklich, dass wir eine Dynamik entfalten können? Ich glaube, das ausschlaggebende Argument ist, heute hat in der Schweiz keiner so ein breites und tiefes Sortiment. Bisher. Und wir sind erst seit 12 Monaten dran. Wir werden sehr stark das Angebot ausbauen und gleichzeitig arbeiten wir aber auch natürlich an der Relevanz, dass wir wirklich zielgenau den Kunden das anbieten können, was er gerade möchte. Das wird der Weg nach vorne sein. Ich glaube, da haben wir eine sehr gute Power, die wir zusammen mit den Partnern, ohne die Händler wird es nicht gehen, nach vorne raus auch spielen werden. Und heute bekommt man Produkte auf Sirup, die sonst nirgendwo eigentlich erhältlich sind. Aber gleichzeitig auch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch die populären, die alltäglichen Produkte, wie es beispielsweise bei Amazon gibt oder irgendwo anders gibt. Er kann quasi aus dem Blumenstrauß an Produkten sich das aussuchen und trotzdem weiß, er kauft bei Sirup, wenn er ein Problem hat, kann er sich an uns wenden und wir lösen das dann für ihn. Und heute kann ich dazu sagen, wir haben nicht nur auf der Angebotsseite von Händlerseite aus über 3000 Händler in der Pipeline, sondern auch auf der Nachfrageseite wirklich sehr gutes Feedback. Net Promoter Score liegt bei uns über 50. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben noch viel zu tun und viel zu verbessern, das ist klar. Aber ich glaube, eine gute Basis, wo wir auch sehen, es ist nicht nur auf der Angebotsseite da, sondern auch auf der Nachfrageseite, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich vermute schon, da kommt jetzt keine Antwort, aber ich frage trotzdem der Vollständigkeit halber, so Zahlen in Richtung Wachstum, Größenordnung etc., gibt es da irgendeine Orientierungsgröße, die du uns geben kannst? Ich glaube, die Zahlen, die wir sonst kommunizieren, habe ich gerade eben kommuniziert, aber der Punkt ist ja aus unserer Sicht nicht, ich mein jetzt so ein bisschen viel Umsatz wir machen. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir weiterhin wirklich konsequent schnell lernen und auch Dinge schnell umsetzen. Ich glaube, das hat der Tag ja heute auch gezeigt, dass die Welt sich immer schneller dreht und entscheidend ist wirklich, dass man da sich den Kundenbedürfnissen ausrichtet und die sind extrem unterschiedlich. Das ist ein Learning heraus, je nach Kategorie. Deswegen ist Umsatzgröße nicht alles, sondern wirklich den Kunden dort in den Fokus zu stellen. Ja, aber auch die Dynamik so ein bisschen. Aber ich verstehe schon, das ist ein neuralgisches Thema und darum soll es jetzt auch nicht unbedingt gehen. Galaxus ist im Prinzip in einer ähnlichen Situation, jetzt mit der Marke Galaxus. Digitec relativ klar und etabliert. Irgendwann habt ihr parallel Galaxus als Marke etabliert und jetzt zum Marktplatz. Vielleicht daran anknüpfen, was ist euer Kunden-USP, mit dem ihr die Kunden ansprecht und begeistert? Ja, also ich glaube grundsätzlich die drei Basispunkte, die muss man heute einfach erfüllen. Das ist ein sehr breites Produkt. Nimmst du das ein bisschen näher hin? Ein Produktportfolio natürlich. Auf die zweite Schiene sind das attraktive Preise. Und die dritte Geschichte ist eine gute Verfügbarkeit und eine schnelle Lieferung zum Kunden. Das sind die drei Basispunkte. Die haben wir sowieso bei uns. Was wir zusätzlich dem Kunden bieten, und da wird dann auch der Händler voll integriert, ist eigentlich der Content, die Community und die Services, die wir haben. Das heißt, der Content, wir haben sehr gute Produktbeschreibungen, das haben wir heute schon gehört, für Möbel oder andere Geschichten, das ist ein hochrelevantes Thema, aber auch natürlich dem Kunden eine gewisse Welt zu bieten. Das heißt, wenn man in die Sportwelt bei uns auch eintaucht, dann hat man mit Beiträgen dazu, man taucht in diese Welt ein und das wollen wir auch für den Marktplatz eigentlich so weiterziehen.
Bei der Community, diejenigen, die unsere Seite kennen, wahrscheinlich die meisten, haben wir die C2C-Community, die sehr offen über diese Dinge sprechen kann, aber mittlerweile jetzt auch Gamification, wenn man Powerbuyer ist zum Beispiel, kriegt man Punkte und so weiter. Also wir bauen eine richtige Welt da drumherum. Und als letzter Punkt noch die Services, haben wir heute auch schon gehört, für Möbel oder Weißwaren beispielsweise ein hochrelevantes Thema. Man kann die Waschmaschine direkt bei sich zu Hause einbauen lassen oder man kann beispielsweise den Schrank direkt bei sich installieren lassen. Das sind alles Punkte, die bei uns vom reinen Online-Händler her sehr bekannt sind. Dafür sind wir auch bekannt, glaube ich, bei den Kunden. Und genau das wollen wir auch konsequent mit dem Marktplatz weiterziehen. Und genau das ist eigentlich das Selektionskriterium am Schluss für einen Händler, ob wir zu einer Kooperation kommen oder nicht, dass wir genau diese Flughöhe eigentlich beibehalten können. Wie nehmt ihr euch als Wettbewerber wahr, wenn ein Sirup jetzt kommt und ja im Prinzip ja auch in euer Metier reingeht? Also ich glaube, wir wissen beide, dass zwei große dahinter stecken, logischerweise. Ich glaube, wir haben beide eine Ahnung von Onlinehandel. Wir starten an einer völlig anderen Position. Unser Brand ist schon sehr etabliert. Wir können auch in vielen Bereichen natürlich bereits schon auf ein sehr etabliertes Portfolio zurückschauen. Beauty ist beispielsweise sehr neu, fast ausschließlich durch den Marktplatz gestiegen. Auch Uhren und Schmuck, haben wir vorhin gerade gehört, ist auch bei uns ein großes Thema. Da kommt natürlich der Marktplatz mit rein. Aber ich glaube, wir haben natürlich eine sehr gute und angenehme Ausgangslage rein, vom Traffic her, von der Reputation her, wo wir starten können und so den Marktplatz natürlich sehr nahtlos bei uns integrieren können und nicht, dass wir eine komplette Stufe drauflegen müssen, sondern wir können das wirklich schön immer bei uns ins Portfolio komplementär implementieren. Wie ist es im Gegensatz? Also habt ihr bestimmte Unternehmen, wo ihr sagt, gegen die tretet ihr an oder sagt ihr, der Markt ist so groß genug und wir haben uns was Spezielles rausgeguckt und das visieren wir an? Ja, das ist das Schöne, wenn man ein offener Marktplatz ist. Hatte ich vor 12 Monaten schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn Digitec oder Galaxus auch bei uns mitmachen würde. Da sind wir sehr offen. Bist du da schon weitergekommen? Und ich habe bisher immer noch nichts gehört dazu, aber vielleicht haben wir nachher kurz Zeit, noch darüber zu sprechen. Ich sehe Galaxus nicht als Wettbewerber, sondern ich glaube, Galaxus wird uns auch helfen, das digitale Potenzial, was wir in der Schweiz haben, auch weiter nach vorne zu treiben. Ich glaube, Produktdaten ist die größte Herausforderung, die wir haben, zusammen mit unseren Partnern. Und wenn Galaxus auch seinen Beitrag dazu leistet, wirklich zusammen mit den Händlern die Wichtigkeit nach vorne stellt, damit man dem Produkt, die Kunden dann auch ihre Produkte sauber finden können, dann kann das helfen. Ich glaube, es hat auch Platz für beide auf jeden Fall. Und wir sind noch nicht so lange am Markt, das ist so, aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten Aufschlag gehabt letztes Jahr. Wir sind auch top of mind sehr gut weiter nach vorne gekommen. Wir investieren auch in den Markt, klar. Das erwarten unsere Händler auch, aber das ist auch das Versprechen, was wir dort geben. Und haben da gute Schritte jetzt gemacht und werden dort weitergehen, vor allem was die Sortimentsauswahl geht und aber auch die Verbesserung vom Shop. Jetzt mal steigen wir mal tiefer ein in das ganze Thema Herausforderungen auch jetzt für Marktplätze. Ist für Händler nicht viel anders als für Marken und Hersteller. Bericht mal so ein bisschen, wie man euch gibt es jetzt eine Zeit lang und ihr habt das mit unterschiedlichsten Marken und unterschiedlichsten Voraussetzungen ausprobiert. Vielleicht hast du so ein paar Beispiele, die du dann geben kannst, wie leicht oder schwierig es für euch war, aber auch eben für die Partner, die ihr gewonnen habt. Ja, wir sind so einfach in die Lücke gestartet und hatten, glaube ich, eine relativ gute Ausgangssituation. Die ersten, würde ich sagen, 1, 2, 3 Jahre hatten wir Marken, die haben wir zu 90% zum Originalpreis abverkauft über die Marktplätze. Ich gehe ein bisschen auf den Preis rein, weil natürlich die Marktplätze wollen auch Geld dafür. Ich spare ja meine Marketingkosten. Das heißt, es schwankt so zwischen 16 und Mitte 30%, je nach Marktplatz. Die Marktplätze machen auch Unterschiedliches dafür. Ich glaube, Amazon Marketplace kennt jetzt jeder. Versand, Logistik, kann ich entscheiden, mache ich selbst oder Amazon. Otto hat unterschiedliche Modelle. Gestartet sind wir, machen es auch immer noch, mit einem speziellen Modell, dass wir jeden Tag an Otto liefern und Otto bedient den Endkunden. Auch so konnten wir mit relativ geringen Kosten starten. Also am Anfang schien es, wir sind eben Cashflow gewachsen, haben weitere Marken dazu und die konnten wir immer relativ gut überzeugen mit dem Thema, nee, wir gehen nicht in Preisdumping rein, auch deswegen ist Amazon auch bei uns nur so ein kleiner Teil, da ist Wettbewerb am Artikel auch nochmal ein wichtiges Thema. Auf anderen Marktplätzen, Otto, About You, ist es eben nicht, dann ergänzen wir das Einkaufssortiment, dementsprechend profitieren wir auch von
deren Marketingaktivitäten. Oder wir sehen auch, wenn eine Jacke in einer Farbe im tatsächlich Offline-Katalog-Push ist und wir haben die andere Farbe, dann sowas, von sowas profitieren wir. Das heißt, wir konnten die ersten Jahre eben stark auch von den Lücken profitieren, die es so überall gab, vielleicht auch in den Prozessen, in den Systemen, aber die Marktplätze haben auch immer weiter die Stellschrauben angestellt und Verhandlungen. Also ich will damit sagen, schön gestartet, einfach in die Lücken und es wurde komplizierter mit der Zeit. Oder könnte man auch andersrum sagen, das Know-how ist, muss eben größeres Know-how haben, um da auch Fuß zu fassen und reinzukommen. Das ist ja immer ein Argument, das genannt wird in solchen Konstellationen. Also jetzt gerade auch ihr gegenüber den natürlich Marken und Herstellern, wenn ihr als Händler auftretet, dass ihr das Know-how habt, dass ihr wisst, was fehlt. Nicht nur welche Marken fehlen, sondern auch welche Preispunkte oder welche ergänzenden Sortimente etc. Ist das trotz allem noch wichtig oder spielt das generell eine Rolle? Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, vielleicht auch so ein Thema, was wir nicht haben. Wir müssen ja kein Vollsortiment anbieten. Ich muss nicht darauf achten, von einer Marke ein gutes Portfolio, das ist, was man typisch irgendwie, kein Ladengeschäft, keine gute Abdeckung. Wenn von einer Marke schwarze Jacken funktionieren, kann ich 10 schwarze Jacken einkaufen. Ich gehe ja nur in die Lücken rein. Das ist so ein Thema, das man natürlich hat. Und immer die Frage, bei Amazon ist das ja sehr bekannt, was lernt der Marktplatz selbst von den eigenen Daten? Wiederum auch der Nachteil, ich bekomme ja keine Daten. Also ich sehe meine Zahlen und ich sehe meine Retouren und auch diese ja teilweise nur, wenn ich die Logistik, die Endkundenlogistik mache. Wo ich nicht die Endkundenlogistik mache, bekomme ich auch nur Teile der Retourenauswertung. Also deswegen, man kann irgendwie mit diesem, ich gehe nur in die Lücken, suche mir das raus, was funktioniert, aber auf der anderen Seite bin ich auch am Ende der Nahrungskette und kann natürlich nicht so viel agieren auf Basis von Daten. Also man ist schon sehr abhängig jetzt gegenüber den Plattformen dann jeweils. Absolut. Wie ist der Aufwand gegenüber den Marken? Also was übernehmt ihr da und was kann man heute erwarten von Modemarken und was kann man nicht erwarten? Auch spannend, also da, wir sind jetzt ungefähr 5-6 Jahre am Markt, da merkt man schon, es hat sich sehr gewandelt. Also auch die Marken sind so, ich würde sagen, ob sie ganz im digitalen Bereich angekommen sind, weiß ich nicht, aber vorhin war ja auch, ich glaube, beim Möbel das Thema Stammdaten, also anfangs hatten die nichts, also grottige, unterschiedlich gefüllte Excel-Tabellen und heute bekommt man auch schon mal Fotos oder gut aufbereitete Daten, aber das ist so der Teil. Und tatsächlich auch das Verständnis für das, was wir tun. Teilweise bei denen, die sind so Wholesale und Retail getrieben, eben kein Verständnis dafür, wie man auch natürlich von einer Online-Präsenz einer Marke. Also da vom Verständnis und eben von der Professionalität, aber da kommt auch wieder ein Punkt, natürlich können das, was wir machen, auch die Marken selbst. Das heißt so, wir haben in der Vergangenheit vielleicht, wir haben aktuell so 12 Marken, ein oder zwei Marken auch dann verloren, weil sie sich einfach direkt an die Marktplätze angebunden haben. Also das ist so ein bisschen die Krux, also dass man auch immer wieder quasi neue Marken akquirieren muss oder entdecken muss und nur so geht das Geschäft, weil natürlich schon die Professionalisierung auf allen Ebenen fortschreitet. Da sind wir schon tendenziell bei den Erfolgsfaktoren und ich vermute mal, das ist unter der Haube einer der größten Erfolgsfaktoren. Wie dockt man an? Vielleicht, Sirup, ihr habt ja im Prinzip so wahrscheinlich die breiteste Erfahrung, weil ihr von groß bis klein und ihr habt ja da, seid ja flexibel, wer da reinkommt. Also wie ist aus deiner Sicht so die Einschätzung, was jetzt die Kategorien, also Marken, Hersteller, Händler etc. angeht? Also wir hatten von Anfang an ja auch wenig Erfahrung, bis keine Erfahrung, als wir mal gestartet haben und gesagt, okay, wir wollen einen Weg finden, wie jeder Partner, egal ob das jetzt ein Hersteller ist, ob das ein Händler ist um die Ecke, ob das ein großer Händler ist, möglichst einfach ausprobieren kann, ob es für ihn funktioniert oder nicht. Deswegen haben wir ein Merchant Center gebaut, wo er quasi einen Account hat und mit einer ganz einfachen Möglichkeit hat, die Daten hochzuladen, er bekommt seine Bestellungen dort rein, bis hin zu einer Range, gerade bei den größeren Händlern, logischerweise ein Brack, haben wir eine Vollintegration angebunden. Da braucht es aber auch natürlich von der anderen Seite halt sehr viel Know-how. Und in diesem Band dazwischen bieten wir recht viele unterschiedliche Sachen an, mussten aber auch erstmal verstehen und lernen, was es eigentlich braucht. Also es gibt unterschiedliche Zielgruppen dort, derjenige, der wirklich keine IT-Know-how hat oder die Kapazität nicht hat, sehr einfache Anbindung über dieses Merchant Center bis hin zu Vollintegration. Dazwischen arbeiten wir gerade an Plugins zu Shop-Systemen. Aber das kommt jetzt erst und ich glaube, das ist auch noch ein Riesenpotenzial, was es in der Schweiz gibt. In Deutschland ist das Standard. Und insofern haben wir immer gesagt, wir wollen, dass die Partner einfach online gehen können und bieten quasi mit ihnen zusammen, lernen wir eigentlich, was relevant ist und das geht von einfach bis Vollintegration und dazwischen sind die Plugins.
Setzt ihr auf Software, Mittelware in irgendeiner Form, die euch anbindet? Tradebyte weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht, die sind sehr in anderen Segmenten oder jetzt nicht am Schweizer Markt, aber gibt ja andere Anbieter auch in dem Bereich. Ja. Das könnt ihr davon schon profitieren, dass ihr jetzt auch im Spektrum der Marktplätze dabei seid. Wie ist da der Stand? Ja, das kristallisiert sich jetzt erst raus, nachdem wir auch 12 Monate auch mal 400 Integrationen gemacht haben, was eigentlich der Bedarf auch ist. Und sind dann an Lösungen am Evaluieren und zum Teil auch am Einsetzen. Tradebyte haben wir uns auch angeschaut und werden das, was uns hilft, schneller für den Kunden ein besseres Angebot zu bieten, das werden wir auch nutzen. Ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial noch in der Schweiz, in Deutschland ist das extrem professionalisiert. Und da werden wir den Weg auch weitergehen, weil das gehört zu unserem Ökosystem, zu unserem Marktplatz dazu, dass wir den Partnern, den Händlern das auch anbieten und übrigens auch mit ihnen auch die Standards festlegt, was Produktdaten angeht, dass ein Bild wichtig ist für den Kaufentscheid, sogar beim kleinen Parfüm, nicht nur bei der Spiegelreflexkamera. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, den wir jetzt gehen werden, in Richtung Ökosystem das auch anzubieten. Christoph Lange hat das ja vorhin auch erwähnt, das ist ein langer Atem gefragt, jetzt je nachdem, wen man anbinden möchte. Gerade im stationären Händler ist natürlich teilweise bei den kleineren gar keine Voraussetzung da. Bei Online-Händlern ist es leichter, Markenhersteller kommt es gleich. Vielleicht machen wir es als Gegenpol, damit wir so ein bisschen ein Spektrum hinbekommen. Wie ist es bei euch? Nutzt ihr Software, bindet ihr immer direkt an oder wie ist eure Philosophie? Grundsätzlich kann man sagen, dass wir natürlich schon versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, die technologisch gut aufgestellt sind. Manuell haben wir auch einige, die bei uns jetzt mit an Bord sind, aber das birgt natürlich immer gewisse Risiken und auch Probleme. Es hat immer Verzögerungen drin, das sind einfach so Probleme, die wir möglichst versuchen natürlich auszumerzen. Deshalb versuchen wir definitiv auch den Weg zu gehen über Plugins zu bekannten Shop-Systemen zum Beispiel, aber auch über verschiedene Feed-Engines und ich glaube, das ist schon ein Weg, den man als Marktplatz auf jeden Fall gehen muss, weil auch gewisse Feed-Engines natürlich auch die Optimierung von Daten anbieten. Und ich glaube, da ist schon ein großes Potenzial drin, weil halt noch nicht alle Shops, zumindest in der Schweiz, da sieht man schon einen riesen Unterschied zu Deutschland oder dem restlichen EU-Raum, mit den Daten oder auch der ganzen, ich sage mal, Schnittstelleninfrastruktur so weit sind, dass Marktplätze schnell angebunden werden können. Denkt ihr über die Schweiz hinaus, also dass man im Prinzip ja auch Hersteller, es gibt ja auch Modelle, auch mir fallen jetzt nur dummerweise immer Beispiele von Zalando ein, also die zum Beispiel im mobilen Bereich ja auch Direktvertriebsmodelle für Marken und Hersteller anbieten, dass man auch direkt von der Quelle, von der Fabrik aus sourced, ist das ein denkbarer Ansatz auch jenseits der Schweiz oder ist das zu abgedreht? Das ist aktuell noch zu abgedreht. Wir fokussieren uns aktuell auf die Schweiz und ich glaube, da gibt es schon extrem viel Potenzial, wie wir unseren gesamten Onlineshop noch erweitern können mit sehr tollen, guten Produkten und in dem Sinne behalten wir den Fokus vorerst auch mal da. Ist das für euch auch ein Testfeld, dass ihr neue Kategorien testen könnt und da reingehen könnt, ohne selber jetzt direkt ins Risiko gehen zu müssen? Natürlich, das gehört mitunter dazu. Wir versuchen wirklich sehr komplementär unterwegs zu sein. Ich glaube, wir werden nicht gerade das Digitec-Portfolio als Hauptfokus nehmen, das ist völlig klar, sondern wir gehen eher in Bereiche rein, die von uns noch nicht groß oder nur sehr moderat beackert sind. Und das bietet uns einfach die Möglichkeit, einerseits sehr schnell natürlich ein sehr kompetentes und großes Produktportfolio anbieten zu können, dem Kunden. Und andererseits, und das ist auch eher unser Ansatz, wir möchten nicht irgendwann 50 Händler unter einem SKU haben, sondern wir möchten wirklich mit den richtigen zusammenarbeiten. Und so gibt es dann auch wirklich Partnerschaften im Endeffekt. Und so können wir das Ganze dann auch marketingtechnisch natürlich boosten. Also mit fast allen Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, machen wir auch marketingtechnische Maßnahmen, sodass wir dann einen neuen Sektor wirklich schnell auch ins Fliegen bringen. Und damit haben wir bislang sehr viel Erfolg. Und so stimmt die Partnerschaft auf beiden Seiten, weil beide Seiten wirklich gut davon profitieren. Wie löst ihr da jeweils das Problem, Händler mit denselben Produkten? Wer bekommt den Vorzug? Also immer natürlich erstmal, wenn ihr es selber habt, dann natürlich ihr, aber danach? Wir haben die drei Elemente, die ich vorhin gesagt habe, haben wir eigentlich grundsätzlich auch in der Marktplatzlogik drin. Das heißt, es ist der Preis natürlich eins von den Kriterien. Die Verfügbarkeit, also ist on stock oder ist not on stock, ist eines der stärksten Strafmittel. Das heißt, wir versuchen maximale Verfügbarkeit in unserem Shop zu kreieren. Das ist aber auch bei uns auch nicht immer der Fall. Und das dritte ist es die Liefergeschwindigkeit. Das heißt, wenn halt irgendwo was an Lage ist, wie schnell ist es dann im Endeffekt beim Kunden? Und das sind die drei Kriterien, die wir als Priorisierung nehmen und davon nehmen wir uns auch nicht aus. Das heißt, wir sind im gleichen Topf wie die Händler. Macht ihr das offen? Ist das sichtbar für die Kunden, dass es Produkte mit unterschiedlichen Preisen gibt? Ja, genau. Das seid ihr dann. Wie löst ihr das? Vermutlich ähnlich.
Also wir sind ja sehr transparent. Also ein Produkt kann von unterschiedlichen Händlern angeboten werden. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied. Eben, wir stellen uns nicht die Frage, wollen wir das jetzt selbst einkaufen, wenn es gut läuft oder nicht. Das wissen die Kunden. Es gab am Anfang mal Diskussionen, weil die Coop dahinter steckt, ist das wirklich vertrauenswürdig? Das haben wir jetzt gezeigt, 12 Monate lang, dass es der richtige Weg ist. Sondern wir wollen uns wirklich darauf fokussieren, die Produkte, die es einfach gibt, heute schon, ob primär momentan online, das ist klar, weil sie schneller verfügbar sind, aber auch in Zukunft offline, die Produkte sichtbar zu machen, wirklich das Potenzial, was dort ist, sichtbar zu machen auf Sirup, auf einer Plattform und dann auch weiterzuschauen, was ist unsere Aufgabe als Vermarktungsplattform, und da geht es wirklich sehr stark in Richtung Personalisierung, es geht sehr stark aber in Richtung das Ökosystem, nicht nur auf den Produkten an sich auszubauen, sondern solche Sachen auch auszuprobieren, in Richtung Editorial Content, wir machen auch solche Tests, wir haben noch nicht ganz raus, bei welcher Kategorie will der Kunde das, bei welcher Kategorie nicht. Beauty funktioniert nicht schlecht, aber Elektronik haben wir gelernt, das ist primär eigentlich nur der Preis. Da sind wir auch Sachen am Ausprobieren, das ist unsere Aufgabe als Marktplatz und auch für den Kunden und für den Partner, solche Sachen nach vorne zu treiben, und deswegen konzentrieren wir uns nicht auf einen eigenen Einkauf. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, das klammert ihr erstmal komplett aus, sondern ihr seid Vertrieb, Kundenansprache und genau. Präsentation letztendlich. Es gibt eine Ausnahme, das hatte ich schon vor 12 Monaten gesagt, das ist der Sportbereich, wo wir selbst einkaufen, aber es ist ein bisschen geschichtlich gewachsen. Die Sporthändler waren da noch nicht bereit mitzumachen. Mittlerweile haben wir einen Ochsner Sport drauf und Hintersport ja zum Glück auch schon bei uns mit da drauf, aber das ist eigentlich so mit der einzige Bereich. Svenja, aus deiner Sicht, also deiner, aber auch der Markenhersteller-Sicht, was sind so die Anforderungen oder die Wünsche an Plattformen, um einen fairen Handel, sage ich jetzt mal bewusst neutral, zu gewährleisten? Ein bisschen Zeit musst du mir geben, Thomas. Hier wird schon wie Zeit verhandelt. Ja, was sind Wünsche? Ist natürlich so ein bisschen dieses Kontakt auf Augenhöhe, es wird immer ganz gerne Partner genannt, also mit euch arbeite ich ja nicht, deswegen ganz gern Partner genannt, aber am Ende ist man ja doch immer am längeren, oder ist der Marktplatz am längeren Hebel, also sprich, welche Marken, ja, nein, wir finden die Marke attraktiv oder nicht, das im Prinzip auch bei den Konditionen ist es ähnlich, oder Sachen im Prozess verändern, das sind dann so, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ein Renditehebel oder ich weiß gar nicht genau, wie es hieß, also wenn ein Artikel hochretourig ist, dann zu entscheiden, geht runter. So. Und das sind eben so kleine Prozessschrauben, wo man natürlich auch weiß, ich war ja mal auf der anderen Seite, was sind da die Hebel, was sind die Zahlen, aber man fängt zu einem Thema an und dann wird nochmal hier gefeilt und da gefeilt und irgendwann verliert dann so ein bisschen das Thema Partnerschaft oder gleiches vielleicht beim Thema Produktdaten. Natürlich weiß man auch, wir sind ja Online-Händler, das heißt, uns war von vornherein klar, was und wie hochwertige Daten wichtig für den Erfolg, aber natürlich, wenn dann Standardisierungen, Vereinheitlichung auf der anderen Seite, wieder zu großem Aufwand, weil man muss wieder die Vorlagen ändern und so. Wir nutzen zum Beispiel Tradebyte, das ist ja alles eingespielt, aber wenn dann wieder auf einmal andere Standards, aus den Gründen, die man noch zu Teil verstehen kann, aber so wird man dann immer wieder in Bedrängnis gesetzt, weil man natürlich so, es ist halt nicht die eigenen Spielregeln und nicht die eigene Domain und nicht der eigene Shop. Lässt sich das aus eurer Sicht in irgendeiner Form lösen? Also im Grunde wären ja Standards wunderbar, wenn irgendwie, zumindest auf einer Datenebene, alle dasselbe machen würden. Kommt man da hin oder ist das immer noch ein schwieriges Thema? Ich glaube, wir haben noch einen Weg zu gehen, gerade was Produktdatenqualität angeht. Und die Händler verstehen das aber auch. Ich meine, je höher die Produktdatenqualität, alle, die bei uns mitmachen, wissen das auch, je höher die Produktdatenqualität, desto höher ist die Conversion. Und am Ende vom Tag sind die Händler bei uns klar, um auch abzuverkaufen. Momentan haben wir da noch keine Probleme und wir versuchen ihn wirklich da auch als Partner wahrzunehmen, sind wahrscheinlich auch noch nicht in der Situation, dass wir da irgendwie eine marktbeherrschende Stellung haben, aber das ist auch unsere Grundphilosophie, ihn wirklich dort mitzunehmen und momentan haben wir eigentlich da keine Probleme. Wenn wir Änderungen vornehmen, und die haben wir gemacht, gibt es auch mal Unmut, das ist klar, aber wenn man es ihnen erklärt, warum es eigentlich geht, nämlich dem Kunden wirklich ein gutes Kundenerlebnis zu bieten, dann haben bisher alle mitgemacht. Wie ist das bei euch? Also du hast ja schon angedeutet, ihr setzt eher auf die Großen, die schon im Prinzip bereit sind, auch Dinge mitzumachen, aber wie verlässlich könnt ihr als Partner sein? Es passiert einfach immer, die Entwicklung geht ja voran.
Ich glaube, grundsätzlich natürlich ist immer eine gewisse Gefahr natürlich da, aber weil wir halt sehr fokussiert voranschreiten mit den Händlern und wirklich nur mit, ich sag mal, gezielten Händlern eine Zusammenarbeit oder eine Kooperation suchen, reduziert das schon einmal grundsätzlich das Risiko. Als zweiter Punkt, den wir halt sehr stark feststellen, ist, wir haben ein großes Lager in Wohlen, das platzt jetzt schon wieder komplett aus allen Nähten. Und wenn wir unsere Pläne anschauen, wir wollen unsere SKUs dieses Jahr verdreifachen, das ist gar nicht möglich. Also das können wir wirklich nur mit guten und richtigen Kooperationen bewerkstelligen. Und dementsprechend reduziert das massiv natürlich das Risiko, dass irgendwelche anderen Wege gegangen werden. Was wir aber natürlich auch feststellen, und das ist schon ein Punkt bezüglich der Daten, das stellen auch wir natürlich fest auf unserer Seite, das ist immer so ein bisschen eine Knacknuss und da muss man am Anfang ein bisschen schrauben, um zu schauen, dass man wirklich eine, ich sag mal, die Qualität hinkriegt, die wir für den Kunden im Endeffekt auch wollen. Und ich glaube, da haben nicht nur wir, sondern alle Marktplätze eigentlich die gleiche Herausforderung. Ich möchte noch eine kleine Lanze brechen für die kleinen Händler. Also das heißt nicht, dass kleine Händler nur schlechte Produktdaten haben, sondern es gibt auch größere oder mittelgrößere Händler, die dann noch das ist die Lanze, die mit uns dafür kämpfen müssen. Das ist, also das ist wir haben zum Teil kleine, wirklich Ein-Mann-Betriebe, Zwei-Mann-Betriebe, die haben unglaublich gute Daten, die machen wirklich einen unglaublich guten Job. Also ich will das nicht pauschalisieren. Ist auch nicht als Vorwurf gemeint, also ist ja nur, wie gerade der Status quo ist in dem Bereich. Wir müssen ja zum Ende kommen, deswegen würde ich gerne zur Abschlussrunde nochmal auf einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt bei dem Thema, zurückkommen, Kundenbindung, Kundenansprache etc. Und speziell ist Kundenbindung, weil ihr habt relativ neu, glaube ich, auch das Programm gestartet und vielleicht sagst du da nochmal ein bisschen was dazu, welche Rolle das bei euch spielt. Wir haben es vorhin bei Brack schon gehört, das ist ein zunehmendes Thema, aber was bezweckt ihr mit dem Kundenbindungsprogramm? Also ihr habt eine Pressemitteilung, die ich sehr, also Gamification und Sammeln und alles, was erwartet ihr von den Kunden oder was bewegt euch in die Richtung zu gehen? Der Punkt, den wir damit eigentlich grundsätzlich erreichen wollen, ist, dass der Kunde sich halt wirklich in unserer Oase von Digital Galaxus weiter bewegt. Er damit spielerisch umgeht, wenn er viel Einkauf kriegt, der Bonuspunkte, er dann verschiedene Stufen erreichen kann, dass er mehr Content liefert bei unserer C2C-Plattform. Also im Endeffekt wirklich, dass er noch mehr in die Plattform eingebunden wird, sich stärker integriert fühlt, auch ein Stück weit, weil er sehr aktiv damit agiert im Endeffekt und sich so dann stärker in unsere Plattform bindet. Und das in Kombination mit einem immer breiteren Portfolio soll den Kunden wirklich auf dieser Plattform im Endeffekt auch halten und ihm Spaß machen. Das also Aktivierung und dann eben auch richtig, genau. Dauerhaft präsent sein. Was setzt denn dem entgegen? Wir müssen ja nichts dagegen einsetzen, wir müssen uns darum kümmern, was will der Kunde eigentlich bei uns. So war es gemeint, also das weiß ich nicht. Nicht konfrontativ gemeint. Wir haben da noch nichts live, wir sind am Überlegen, wir machen den einen oder anderen Smoke-Test, fragen die Kunden, was wollen sie, wollen die Gratislieferung auf alles, Punkte, was braucht es, braucht es etwas in Richtung Gamification. Da sind wir aber noch eher so in dem Smoke-Test-Level, also noch lange nicht so weit, dass wir jetzt da wirklich etwas lancieren wollen, sondern werden das wirklich Schritt für Schritt iterativ schauen, was braucht es da eigentlich, weil ich meine, wir haben neun große Kategorien, 600.000 Produkte, wir haben so unterschiedliche Kunden, wir haben den Hardcore-Electronic-Käufer genauso wie die Beauty Queen und da wird es wirklich drauf ankommen, zielgenau, personalisiert, dem Kunden das Richtige anzubieten und da sind wir gerade erst dran. Also. Genau, also wie gesagt, das war nicht so komfortabel, wie es angekommen ist. Letzten Wörter gehören dir, Svenja, da würde ich gerne ein bisschen hören, so die Lanze für die kleinen Hersteller und meinetwegen auch kleine Händler, ihr seid jetzt auch nicht die Größten im Markt, zu brechen. Was ist zu tun, damit eben auch die online vorankommen und was würdest du an den Strukturen noch verändert wissen oder ist alles wunderbar? Ja, was ist zu tun? Vielleicht so zu uns so ein paar Zahlen, um es zu verstehen. Wir machen so einen hohen sechsstelligen Umsatz und sind immer so ganz gut gewachsen aus dem Cashflow. Also praktisch, wir sind profitabel gestartet, mit relativ handgedengelt ohne Kosten. Und immer wenn weitere Wachstumsschübe, dann ging Rendite runter und im nächsten Teil wieder hoch. Das ging einfach so eine ganze Zeit gut. Jetzt sind wir natürlich spezialisiert auf den Modehandel, die Modebranche. Es klang vorhin in einem Fashion-Panel vielleicht auch schon mal durch. Der Markt ist so dabei kaputt zu gehen auf der Preisseite. Also wir sind ja immer dann gut, wenn wir einfach die Sachen in Schnelligkeit zum Originalpreis wegverkaufen können, dann noch Budget haben nachzuordern, gen Ende der Saison noch Posten rein, reduziert und weiter. Und das ging ein paar Jahre und das geht leider nicht mehr. Das heißt, um wirklich wieder in die nächsten Wachstumsphasen zu kommen, benötigt man Kapital. Das haben wir
jetzt probiert. Und das ist sehr schwer im Handel, als Händler, im E-Commerce und in dem Bereich. Es gibt, ich weiß nicht, das kennen nicht alle den deutschen Markt, aber vielleicht einen großen Wettbewerber, einen großen Player, Hey Paula. Die haben eine große Crowd-Investing-Kampagne gemacht. Auch da eben, außer aus der Crowd, war kein Geld zu bekommen. So 900.000, knapp 1 Million haben sie eingesammelt. Und an der Stelle steht man. Also praktisch, wäre der Markt so geblieben, könnte man auf dem Niveau weiter, da es aber alles kritischer und schwerer geworden ist, geht es eigentlich nicht mehr ohne weiteres Kapital von außen. Und wenn man das nicht bekommt, muss man sich halt fragen, bleibt man noch dabei? Also das ist genau die große Herausforderung. Ich glaube, so geht es vielen, auch kleineren Händlern gerade. Auch wir sprechen ja jetzt bei den Themen auch in Richtung Investments. Wie stellt man sich professioneller auf? Ich glaube, das sind die Strukturen gefragt, wie man die auch mitnimmt. Weil die Argumentation ist schön, wir helfen auch den kleineren und geben denen mehr Aufmerksamkeit, aber natürlich, also andere, auch Plattformen, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen, dass man in irgendeiner Form Programme anbietet, wo die Finanzierung gesichert ist, wo man Lagerfinanzierung und all die Dinge bewältigen kann. Ich kann leider keine Antwortmöglichkeit mehr geben, weil wir müssen tatsächlich Schluss machen und wir haben ein bisschen Verzug. Ich habe jetzt ein klein wenig aufgeholt, aber ich dachte, das Thema ist doch so spannend, dass wir es größtenteils durchziehen. Ich weiß, ihr habt genügend Pause für das Abendprogramm. Aber ganz, ganz herzlichen Dank für die Runde, für die Thematik und für die Auskünfte natürlich. Herzlichen Dank.